Unabhängige Abfüller. Gut und willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei mir beim Whisky Bubbler. Heute beim Whisky Gebabbel. Ein spezielles Format. Und zwar dachte ich mir, wir reden einfach mal darüber. Sind die Original-Bottlings das Beste, was du für dein Geld kaufen kannst? Oder finden wir doch den heiligen Gral bei den unabhängigen Abfüllern? Oder bekommen die einfach nur die Reste von den Originalabfüllungen, die einfach nicht zu verwenden sind? Lass uns darüber babbeln. Whisky Gebabbel. Lafroig 18 Jahre. Eine Originalabfüllung, wo ich sagen würde, die ist immer beliebt. Aber wenn wir über Originalabfüllung oder nicht über eine Originalabfüllung reden, gibt Lafroig nur schlechte Fässer ab? Bei Lafroig gibt es zum Beispiel eine Thematik. Ich finde, sie haben gar nicht so viele unabhängige Abfüllungen oder man darf es nicht draufschreiben. Das heißt, viele Brennereien wollen das auch gar nicht vom Namen her. Da gibt es dann immer oft so ein Williamson und so weiter. Das heißt, sind diese Williamson schlechter oder anders? Kann man sich drüber streiten. Es gibt Brennereien wie zum Beispiel Highland Park. Da würde ich zum Beispiel sehen, Highland Park ist so ein Punkt, da darf man es auch nicht draufschreiben. Es heißt dann oft Secret Orkney, unabhängig abgefüllt. Und diese Abfüllungen sind manchmal auch anders. Also da ist es schon so, dass es da bei Highland Park Whiskys gibt, die, naja, wie soll man sagen, einfach geschmacklich vielleicht auch eine andere Note haben, eine kräutrigere Note. Vielleicht kommt da mal so ein Fass durch, was leicht einen Schwefel-Zündplättchen-Charakter hat. Und das will die Originalbrennerei nicht. Das heißt, da geben sie vielleicht ja, Whiskys ab, die vielleicht nicht so auf den Punkt sind oder doch einfach anders sind, aber dann in dem Markt der unabhängigen Abfüller wieder ja, total beliebt sind oder auch nicht. Ein Punkt für mich ist zum Beispiel Glenmorey. Glenmorey, da sind, glaube ich, die Stimmen durchwachsen. Viele Original-Bottlings sind gar nicht so beliebt. Es gibt die ein oder andere und den einen oder anderen Liebhaber. Jeder, wie er möchte. Ich persönlich finde die Original-Glenmoreys zum Beispiel eher schwach. Aber nehmen wir dann eine SMWS-Bottling, hier zum Beispiel, sieht man dann meistens an dem Code 35. Das sind dann Abfüllungen, die ja, Glenmorey einfach wirklich auf den Punkt bringt. Und da macht Glenmorey Spaß. Das heißt, wir haben es hier bei einer Brennerei, da finde ich die unabhängig, es muss gar nicht SMWS sein. Es gibt Old Friends und so weiter. Also überall gibt es mal wieder verschiedene Glenmoreys und die haben auch Weinreifung, Chenin Blanc und so weiter. Also da gibt es echt tolle Dinge. Genauso wie die Original-Bottlings von Glenmorey, wenn man die in der Brennerei bekommt, mal so ein Handfilled. Welten zwischen diese Original-Range. Und da kommt es auch ein bisschen so aufs Marketing, auf den Vertrieb an, in welchen Ländern werden die vertrieben. Und abhängig haben sie da, naja, 40-43%. Das kann mal schön sein, manchmal zu schwach, es kommt einfach drauf an. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist ein Glendronach. Glendronach 18, 21, der alte 15 und so weiter. Flaschen, die sehr gehypt waren, Preis, Leistung, Top, Originalbrennerei. Was kriegt man da? Da gibt man Gutes und Schlechtes und anderes auch wieder. Bei den unabhängigen Abfüllungen. Glendronach steht für Sherry-Whiskys. Ja? Also wir haben es mit PX Oloroso-Fässern in der Regel zu tun. Mittlerweile machen sie beim neuen 15er ja auch Wein rein, also Port. Es ist einfach so, Glendronach ist für dunkle Whiskys bekannt. Wenn man auch die ganzen Special Releases anguckt, ne? Da kommt immer so eine dunkle Suppe raus, so gefühlt. Aber unabhängig, hatte ich auch schon von der Society, könnte ich auch eine Flasche rausziehen, Ex-Bourbon fast 10 Jahre. Also das heißt, die Brennereien wollen manchmal einfach nur einen anderen Charakter zeigen und möchten aus Marketinggründen nicht die Originalprodukte haben. Deswegen, es gibt von Moisov, Scotland und so weiter, ja, Brennereien, Glendronachs zum Beispiel, die sind einfach anders. Manche sind gut, manche sind ähnlich. Also es gibt beides, würde ich sagen. Manchmal darf man es draufschreiben. Da reicht für die Brennereien diese Unabhängigkeit. Das ist halt anders abgefüllt. Und manche Brennereien wollen gar nichts damit zu tun haben. Also wie viel Originalabfüllung von Lagavulin habt ihr gesehen? Ja, das ist echt selten. Originalabfüllung, ja, unabhängig abgefüllte, wollte ich sagen. Also meistens viele Secret Orkneys kann immer mal wieder ein Lagavulin drin sein, weil irgendwo müssen sie ja sein. Oder sie geben immer weniger ab. Das machen ja auch viele Brennereien. Und dazu ein Beispiel. Port Charlotte. Wenn wir uns den anschauen. Port Charlotte 10 Jahre. Nur mal so als Beispiel. Das ist die neue Abfüllung. Port Charlotte gibt auch nicht mehr so viel ab. Also es gab eine Zeit lang viele Private Cask Owner anscheinend. Die haben jetzt sozusagen die Fässer, ja,
verkauft. Und teilweise bieten sie jetzt noch an, aber die Preise sind einfach unverschämt teuer. Das heißt, wir zahlen hier 50%, 10 Jahre, original abgefüllt, schöner Islay Whisky, um die 50 Euro, sage ich mal. Und dann kommen Originalabfüllungen raus mit gleichen Eckdaten, teilweise jünger, okay, teilweise vielleicht höheren Alkoholvolumenprozenten in Originalabfüllung und dann für 80, 100, 120, 150, also teilweise bis 200 Euro gehen Pauschale zu hoch. Und das steht einfach in keinem Verhältnis mehr zu Originalbottling. Sind die anders? Besser? Schlechter? Ich würde sagen, die sind sehr ähnlich. Also hier haben wir es natürlich mit einem großen Auflage zu tun, die natürlich sehr, ja, der ist zwar kantig, aber trotzdem harmonisch. Also es ist jetzt nicht so ein Einzelfass, was total in die eine oder andere Richtung geht, sondern hier wurde ein Charakter erzeugt und der wird transportiert. Und bei den Unabhängigen kriegt man dann einfach, naja, was das Fass hergegeben hat. Und da gibt es auch schlechte und gute. Aber ich finde, Port Charlotte ist auch da wie Glendronach. Es gibt beides und Port Charlotte ist relativ ähnlich. Auch unabhängig abgefüllt gibt es einfach richtig tolle Fässer, aber zu stolzen Preisen. Ja. Und dann gibt es noch andere Brennereien. Glenlossie 19 Jahre. Was soll ich sagen? Wie viel Original-Bottling Glenlossie habt ihr getrunken? Da wird es ziemlich rar. Es gibt, also wenn man ehrlich ist, der Großteil der Whiskys wird für die Blendindustrie hergestellt. Natürlich sehen wir das in unserer Bubble anders und wir sind hier der Konsumermarkt als Whisky-Nerds und Freaks. Aber im großen Teil wird einfach Blends, Ballantines und so weiter hergestellt. Das geht in den Bars, in den Hotels, schön im Tumbler und. Natürlich spezialisiert sie eine oder andere Brennerei und tut ein Image transportieren und macht gar nichts für die Blendindustrie, aber es gibt einen großen Teil. Und dann solche Brennereien, ja, die findet man dann nur unter unabhängig abgefüllt. Glenlossie, Obstallion, Menochmur und so weiter. Es gibt die Flora und Fauna Serie, teilweise sind die mit drin, ist ja alles Diageo. Aber es ist einfach so, wenn man solche Brennereien trinken möchte, Craigenmore hat auch so seine Standard-Range oder den 12er und danach wird es dünn. Ja? Also wenn man da ein bisschen mehr von diesen Brennereien kennenlernen will, ist man einfach bei den Unabhängigen besser aufgehoben. Aber um die Frage am Ende zu beantworten, sind denn diese Unabhängigen anders, spezieller oder geben die Brennereien das nicht mehr ab? Ich glaube, das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Es gibt Brennereien, die geben nur das ab, was nicht zu ihrem Charakter passt. Ist das jetzt schlechter oder besser? Ich glaube, es ist eine gewisse Philosophie. Es ist aber auch der Trend, die Brennereien merken auch, die Unabhängigen machen viel Kohle damit. Warum nicht irgendwie selbst speziellere Abfüllungen rausbringen? Und es wird immer weniger verkauft. Es werden andere Märkte bedient, nicht nur Deutschland. Die Deutschen sind eher klein. Das heißt, die Brennereien geben immer weniger ab. Der Grund ist aber, glaube ich, nicht, dass das die beste Qualität, die eigenen Fässer sind, weil die suchen sie sich sowieso raus. Und manchmal wird einfach so eine Masse produziert, dass teilweise die Whiskys halt verkauft wurden, bevor sie, also beim Destillieren direkt verkauft. Das heißt, man hat gar keinen Einfluss drauf. Das heißt, vielleicht hat das Fass einfach was Gutes gemacht oder was Schlechtes. Das ist ein bisschen so eine Wunderkiste und die sind alle schon verkauft. Und teilweise werden ja so Fässer dann auch zurückgekauft oder probiert zurückzukaufen. Aber natürlich in dem eigenen Bestand, was Gutes behält man, was Schlechtes gibt man wahrscheinlich wieder ab. Also das machen die Brennereien natürlich schon, aber es gibt natürlich so einen Graubereich, wo die Brennereien einfach nur für die Masse Dinge verkauft haben und da natürlich ist alles drin. Deswegen würde ich sagen, die Unabhängigen haben alles, gut bis schlecht bis grauenhaft bis genial. Man kriegt einfach diese Individualität. Bei den Brennereien kriegt man das Klassische, den Charakter, den Brennereicharakter, der auch immer so genannt wird. Und deswegen, ich finde beides gut. Es gibt Brennereien, die haben tolle Produkte, wie Glendronach zum Beispiel, die sehr gehypt sind oder waren. Oder Benriach oder Glenallery macht es gerade aktuell vor. Highland Park ist durchwachsen durch Marketing. McEllen war eine Zeit lang sehr voll. Also es schwankt immer. Ne? Aber es gibt auch andere Brennereien, die kriegt man gar nicht und die muss man dann bei den Unabhängigen suchen. Und da ist das Schöne, da findet man dann in Messebereichen, in lokalen Händlern, man probiert sich durch, man kann Clubs beitreten und, bekommt dann über Tasting verschiedene Flaschen vorgestellt und nimmt sich die Kirschen, die einem schmecken. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Man kann das nicht ersetzen. Die höhere Qualität im Großen und Ganzen finde ich bei den unabhängigen Abfüllern, aber es ist auch einfach toll, so eine Original Flasche, Dose in der Hand zu halten, weil da steht irgendwie so, das ist das, die Identität so von diesen Brennereien. Und so eine Flasche unabhängig, die sagt dann wieder nur dem Freak was. Beides hat ihren Vor- und Nachteil. Ich kann es verstehen, wenn der eine oder andere sagt,
Aber die Diskussion gab es wohl anscheinend, habe ich gehört, fand ich ein spannendes Thema, dass einige sagen, die Unabhängigen kriegen doch nur den letzten Rotz. Und das ist nicht so. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Es gibt einfach so geniale Malls bei den Unabhängigen. Von daher, ich möchte es nicht missen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Whisky-Gebabbel. Ein bisschen Querbeet, Original-Bottlings, unabhängig abgefüllte Bottlings. Was ist so die Kernessenz? Lasst mich wissen, wie eure Meinung ist. Was ist der beste Original-Bottling, die beste unabhängig abgefüllte Bottle vielleicht? Einfach mal kommentieren, mir schreiben, mir mitteilen. Ihr bekommt mich auf so vielen Kanälen einfach zu fassen. Also lasst mich eure Meinung wissen und lasst uns ein bisschen babbeln. Tschö.